Gallipolis Altstadt befindet sich auf einer kleinen charakteristischen Insel, wenige Meter von dem Festland gelegen. Die alten Stadtmauern umgeben den Stadtkern mit Resten von typischen architektonischen Verteidigungselementen, wie zum Beispiel Türme und Bastionen, die vor allem während der frühen Neuzeit gebaut wurden. Wenn man die Straße Via de Pace überquert, erreicht man das Herz der Altstadt, wo die Kathedrale der Heiligen Agatha steht. Sie ist Zeichen für die Frömmigkeit und die Devotion der Bewohner von Gallipoli. Die Kathedrale der Heiligen Agatha ist eine Perle der salentinischen Architektur des 17. Jahrhunderts. Sie ist mit eleganten und eingehenden Details verziert, die die Oberfläche aus Carparo, ein typischer kalkgranitischer Lokalstein, dekorieren und die Nischen mit den Statuen der Heiligen Agatha, des Heiligen Sebastians und des Heiligen Faustus hervorheben. Im Inneren kann man die umfangreichen Kunstschätze an Wänden, an der Decke und im gesamten Chor bewundern. Das Hauptthema der Künstler sind die Darstellung der Martyrien der Heiligen Agatha und nicht nur die mit großer Geschichtlichkeit von Maler des 18. Jahrhunderts Nicola Malinconico verwirkt wurden. Schon im 4. Jahrhundert war Gallipoli Bischofssitz. Später wurde Gallipoli mit dem Bistum von Nador zusammengelegt. Neben dem Gebäude liegt das Bischofsseminar, ein Bau aus dem 18. Jahrhundert aus Carparo, von dem tüchtigen Mauermeister Adriano Prete gefertigt. Architektonisch ganz anders ist die Turmuhr, die zwischen 1702 und 1740 gebaut wurde. Auf ihrer Fassade sieht man die zwei Zifelblätter der Sonnenuhr und der mechanischen Uhr. Unten steht das Stadtwappen der Stadt von Gallipoli, ein Hahn mit einem Motto auf Latein. In den typischen Sträßchen der Altstadt kann man wunderbare Beispiele der Architektur des 16. Jahrhunderts und des Barocks bewundern, wie auch die Wohnsitze der Familien des Landadels. In den Gassen, die in der Altstadt ineinandergreifen, stößt man auf den uralten sozialen Wohnungsbau des Salentos und besonders auf die typischen sogenannten Case a Corte, also der Hofhäuser, einer Art Häusergemeinschaft mit einem gemeinsamen Hof inmitten der Häuser. Wenn man auf der ehemaligen Stadtmauer spaziert, kann man die anmutige Aussicht der Bucht von Gallipoli bewundern, ein echter Zauber, bei dem die Palazzos der Altstadt den Horizont des Ionischen Meeres treffen. Die religiöse Devotion der Bewohner von Gallipoli drückt sich durch vielen kleinen Kirchen aus, echte künstlerischen Beweise der Volksglaubens. Der Beweis der Hingabe zu Maria ist in der kleinen Kirche der Madonna der Reinheit, der Purità, die über dem kleinen gleichnamigen Strand steht. Die Einraumkirche zeigt den künstlerischen Prunk, der in den prunkvollen Ornamenten aus Gipsmörtel und in den verschiedenen Bildern des Gebäudes erkennbar ist. Der Boden aus Majolika aus dem 19. Jahrhundert verschmilzt mit dem Chorgestühlen aus Holz der Mitglieder der Bruderschaft links und rechts an den Wänden. Wunderschön ist das Bildnis der Jungfrau der Reinheit Purità vom berühmten Maler Luca Giordano. Das Carparo-Gestein spielt die Hauptrolle der städtischen Architektur. Es wurde auch für den Bau der Kirche der Rosenkranz Madonna del Rosario verwendet, die die Dominikanermönche am Anfang des 18. Jahrhunderts bauen ließen. Neben der Kirche steht das alte Kloster des Heiligen Dominiks, das heute der Gemeinde gehört. Es ist der Hauptpunkt des kulturellen Lebens von Gallipoli. Sehr wichtig sind die städtische Workshop Liberal Arte, das heißt befreit die Kunst, und das Meereskultzentrum Marea, das heißt Gezeiten. Im Kloster sind noch einige Fresken sichtbar, Bilder, die die Heiligen zelebrieren, die dem Ordner der Dominikaner, wie zum Beispiel Thomas von Aquin und Katharina von Siena, verbunden sind. Gallipoli ist eine einzigartige Stadt, in der sich der Charme der Naturlandschaft mit der Pracht
der salentinischen Kunst verbindet. Man spürt hier eine starke Verbundenheit mit der Tradition und der Geschichte.